Es ist schwer, sich vorzustellen, dass eine Stimme aus irgendeiner dunklen Ecke des unterirdischen Berlin sich zu erheben vermag in den Äther und dass sie zu Menschen dringen sollte, die mit ihren hoffenden und sorgenden Gedanken die belagerte und kämpfende Reichshauptstadt suchen. Das Leben in allen seinen gewohnten Formen hat völlig aufgehört. Wir führen das Leben, das wir in unseren Einsätzen an der Front führten. Und doch gibt es da einen wesentlichen Unterschied. Diese Front hier führt nicht durch irgendein Gelände, das wir als Wohngebiet eines anderen Volkes respektieren, sondern sie führt mitten durch die Stadt, in der wir lebten und arbeiteten. Da ist es nur unter Schwierigkeiten möglich, eine der gewohnten Verbindungen mit einem Kameraden im eigenen Kampfgebiet herzustellen. Dafür erreicht uns manchmal, wie ein Wunder, ohne Schwierigkeiten das eine oder andere Gespräch aus Stadtteilen hinter der feindlichen Front. Oder wir haben das erschütternde Erlebnis, das Schicksal des eigenen Hauses verfolgen zu können, in den Stunden des vorbereitenden feindlichen Luftangriffs, der Artillerie- und Werferbeschießung, des Panzersturms und der Infanteriebesetzung. Minute für Minute ist der Gang des Dramas zu verfolgen. Erlebt man das Schicksal, die Not und den Tod der nächsten Umgebung mit und kann nichts anderes hinüberschicken als ein herzliches Wort, bis der verbindende Draht reißt. Ja, es ist anders als an den Fronten, an denen wir früher kämpften, an denen sich der Kampf unter Männern abspielte und wir alles taten, um ihn fernzuhalten von Frauen und Kindern, auch wenn es nicht unsere Frauen und nicht unsere Kinder waren. Unser Blick ist getrübt durch den Staub und den Rauch des Kampfes, der den Himmel über uns verdunkelt. Aber unser geistiger Blick ist schärfer, als er jemals war. Denn wir wissen, dass wir hier stehen, nicht als die letzten standhaften Kämpfer eines verlorenen Krieges, der uns zu den Pyrenäen der Wolga und dann zurück zur Hauptkampflinie am Halleschen Tor oder dem Landwehrkanal führte, sondern dass wir hier stehen als die Vorkämpfer einer neuen, menschenwürdigen Lebensform. Heute stehen wir als Verteidiger der europäischen, ja der menschlichen Zivilisation überhaupt auf einem Posten, den die anderen in seiner Bedeutung erkennen müssen, auch ohne, dass wir andere Signale geben als die Zeichen unseres Kampfes.